Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um die Markus-Lanz-Sendung, warum die Sendung so abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist, was der Trick dahinter ist. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Die Kollegen aus der Redaktion haben ein kleines Video gefunden, das sehr interessant ist und das wir Ihnen gerne zeigen würden, weil es eigentlich eine positive Geschichte ist, insofern als es zeigt, diese Demokratie funktioniert. Und sie funktioniert besser, als es manchmal auch in Runden wie dieser so den Anschein erweckt. Geht um einen AfD-Wahlstand hier in Hamburg, der angegriffen wird. Und dann greift die Polizei an. Und wir schauen uns mal an, was dann passiert. Nazi-Propaganda sieht kein Recht auf Nazi-Propaganda. Und da, auf den Boden! Auf den Boden! Ja, ich brauche hier bitte einmal schleunig die Zehen hier und vielleicht gerne noch ein Auto dazu. Wir haben jetzt hier eine linke Gruppe, haben transparent ausgeräumt. Nazi-Schweine! 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 Zur Einordnung, was da passiert ist. Also dieser Stand ist genehmigt, AfD-Wahlstand. Und dann kommt es plötzlich zu dieser sehr spontanen Kundgebung. Dieser Stand wird angegriffen und dann kommt diese Polizei, die ganz offensichtlich, und das meinte ich mit guter Geschichte, weder auf dem linken noch auf dem rechten Auge blind ist, sondern einfach nur diesen Job für diese Demokratie macht. Das ist in gewisser Weise großartig, oder sehe ich das falsch? Also, Herr Münkler hat eben gesagt, er hatte die das Vertrauen in die Justiz verloren. Ich muss dazu sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass die Gewaltenteilung, die wir in unserem Land haben, immer noch eins der wesentlichen demokratischen Elemente ist und die auch funktionieren. Warum sind diejenigen, die so laut auf den Lippen das Wort tragen, Verbot der AfD, wie Frau Esken oder Herr Wüst oder wie all sie sind, warum machen sie es nicht? Warum stellen sie diesen Antrag nicht? Weil sie genau wissen, dass es eben im Rahmen der Rechtswirklichkeit nicht durchkommen würde. So, und allein, weil sie auch, Sie waren es, glaube ich, Herr Masala gesagt haben, die Verrohung auch in der Sprache. Wenn wir als AfD, als Nationalsozialisten, unabhängig davon, dass es geschichtlich falsch ist, bezeichnet werden können von Herrn Wüst, ja, meine Damen, meine Herren, da sitzen Sie hier mit einem Nationalsozialisten zusammen. Haben Sie sich das vorher überlegt? Was für ein Quatsch. Aber es ist eben die Vorstufe zu den Möglichkeiten, solchen Freiraum, solchen Leuten zu gewähren, einen AfD-Stand, wie ich es ja auch mehrfach erlebt habe, anzugreifen. Was hat jetzt Markus Lanz erreicht? Er hat jetzt am Anfang Vertrauen geschaffen. Auch bei vielen AfD-nahen Leuten kam er wieder rüber als der geläuterte, einigermaßen zivilisierte, neutrale Moderator. Also eine Sendung, die man sich gerade noch angucken kann. Also beispielsweise Anne Will oder diese ganz anderen Sendungen, die gar keine AfD-Vertreter mehr eingeladen haben, da ist einfach klar, und wahrscheinlich ist das der Gedankengang von Markus Lanz, die befinden sich in einer eigenen Echoblase. Das möchte, damit kommen sie an die AfD-Wähler nicht mehr ran. Und vor allen Dingen ist es eine Sackgasse, weil es ist dann mittlerweile, es ist irgendwann beweisbar und offensichtlich, dass die AfD-Wähler benachteiligt werden, dass es auch ein großer Teil der Bevölkerung ist, der benachteiligt wird. Das heißt, man muss da sich irgendwie wieder rauskommen, dass man sagen kann, wir sind die neutralen Medien und die AfDler, die kommen bei uns auch zu Wort. Und jetzt ist der Trick, man hat sich jetzt also genau Rüdiger Lukassen ausgesucht, bei dem man sich ja auch zum Beispiel jemanden aussuchen können, der sich jetzt mit der Ukraine auskennt oder mit Russland und der Ukraine, der da gut informiert ist, der die Gegenargumente beantworten kann. Und man hat jetzt bewusst zum zweiten Mal hat man Rüdiger Lukassen eingeladen, der schon das letzte Mal Leuten Volksverrat vorgeworfen hat, da hat er sich jetzt entschuldigt, als sie nach Russland gereist sind. Und natürlich, der Trick ist natürlich jetzt, Markus Lanz weiß, da kommt inhaltlich keine Gegenwehr. Das heißt, Rüdiger Lukassen hat sich auch ordentlich geschlagen, hat sich ans Programm gehalten, aber es kam kein Argument zur Entdämonisierung Russlands. Und das ist genau das, was Markus Lanz will, weil jetzt der Trick ist jetzt, die Leute denken, okay, ja, die AfD, sie haben auch kein Argument, dass Putin kein Dämon ist. Wenn die AfD kein Argument hat, dann gibt es kein Argument dagegen.
Und das gleiche Problem ist auch bei Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht sagt ja viele vernünftige Dinge, aber sie hat auch Putin dämonisiert. Und sie wurde so lange eingeladen, solange sie das auch mitgetragen hat. Also wenn jetzt Sarah Wagenknecht, wahrscheinlich hat sie auch gedacht, ja, wenn ich jetzt versuche, Putin zu entdämonisieren, das irgendwie verhältnismäßig darzustellen oder da zu weit geht, dann werde ich nicht mehr eingeladen. Und das Problem ist, solange man Russland, solange man Putin nicht entdämonisiert, dann werden die großen Medien immer sagen, ja gut, ja, wenn wir jetzt keine Waffen liefern, die greifen weiter an. Die greifen weiter an. Und auch wenn man jetzt sagt, man liefert keine Waffen, dann wird es immer noch legitimiert, dass man Waffen liefert. Und dann ist plötzlich die Position legitim der großen Medien, Waffen zu liefern. Und der Trick der großen Medien, also gerade von Markus Lanz, ist jetzt die Themen abzuräumen, die viele Leute dazu gebracht hat, AfD zu wählen. Jetzt die Flüchtlingskrise, plötzlich ist Markus Lanz ganz kritisch in der Richtung, sagt da ganz kritische Töne, kommt damit auch gut an, dann sagen die Leute, ja, Markus Lanz ist aufgewacht und so weiter. Und er bringt jetzt sozusagen sich wieder in die richtige Position, dass die Leute ihm vertrauen, um dann die wirklich wichtigen Narrative durchzubringen. Das ist jetzt in dem Fall, dass Putin ein Dämon ist und dass Eurasie gespalten werden muss, dass dann auf jeden Fall ein eiserner Vorhang muss. Das ist das Premium-Narrativ von den Öffentlich-Rechtlichen, das sie unbedingt rüberbringen wollen. Und jetzt kann man sich, und das Problem ist, die Leute, sie verstehen nicht warum. Die Leute verstehen nicht warum, warum machen die Öffentlich-Rechtlichen, warum sollten sie das denn machen? Und aus meiner Sicht, man muss jetzt hier einfach nur eins und eins zusammenzählen. Und man muss das auch, es reicht schon als Beweis, dass die Medien gleichförmig berichten. Dass sie nicht kritisch sind, dass sie ein Kartell bilden. Und jetzt stellt sich nur noch die Frage, warum. Also man kann feststellen, sie bilden ein Kartell. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, jetzt wurde 1918, als Deutschland verloren hat, wurde die Demokratie eingeführt. Jetzt, wenn man jetzt mal überlegt, die Medien in den USA waren schon vorher gleichförmig. Und jetzt wird in Deutschland Demokratie eingeführt. Und es ist doch relativ einfach und naheliegend, dass man dann in Deutschland auch versucht, die Hand drauf zu halten, auf die Medien, und bei den wichtigen Narrativen guckt, dass sie gleichförmig berichten, bei den Narrativen, die man haben möchte. Und das gleiche dann nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist doch vollkommen naheliegend, dass die Kriegsgewinner im besiegten Land ein System einführen, das ihnen Vorteile bringt. Und nicht, dass man sagt, ja, wir haben jetzt den Krieg gewonnen und jetzt ist alles wieder, ihr müsst keinen Tribut zahlen, es ist alles bestens. Also so wie es ja irgendwie scheint. Ja, wir sind so zivilisiert, wir haben jetzt Deutschland befreit und dann haben wir die Demokratie eingeführt und jetzt ist alles zivilisiert und wir machen das aus reiner Nächstenliebe. Aus reiner Nächstenliebe haben wir die Demokratie eingeführt und es ist jetzt alles vergessen. Und hier sieht man jetzt, die Medien, die Öffentlich-Rechtlichen, sie schreien danach, dass Eurasien gespalten wird, dass also die Deutschen, die sollen also Russland hassen, es muss auf jeden Fall ein eiserner Vorhang her. Also wir dürfen kein Gas aus Russland kaufen, weil es würde ja Putin stärken und es muss auf jeden Fall, Spaltung muss auf jeden Fall her. Also auf jeden Fall von Putin distanzieren und Waffen liefern und kein Frieden und die Situation erscheint ja so ausweglos. Aber es gibt halt keine Alternative. Das ist das Narrativ der großen Medien. Und man kann sich natürlich, das ist das, auch das Motiv, das man den Leuten geben muss, weil diese Spaltung, das ist erklärte US-Geostrategie. Das hat George Friedman 2015 seinen Studenten erklärt. Das ist keine Schwurbelidee, sondern das ist Fakt. Das kann man im Internet nachlesen, nachhören und das haben schon 1000 Geostrategen gesagt. Das sagen natürlich die großen Medien, zitieren das natürlich nicht, weil da sollen natürlich die Leute auf keine dummen Ideen kommen. Da kommt keine Geostrategie. In den großen Medien, die sagen ja, wir machen das aus Nächstenliebe wegen der Demokratie. Und die AfD auch in reichweitenstarken Talksendungen. Wir sind in größter Gefahr. Also die USA oder die Geostrategen, die Waffenindustrie dort, die dort Einfluss nehmen auf die großen Medien, sie wollen, dass wir Krieg führen. Dann werden Waffen gekauft und es ist überhaupt gut, wenn die ganzen Länder auf Eurasien Krieg gegeneinander führen, ist gut für die USA. Weil das hat die USA zur Weltmacht gemacht. Das ist DNA der US-Außenpolitik seit der Gründung, Spaltung der Europäer, das bringt uns nach vorne. Weil allein so konnte die USA überhaupt entstehen, indem Briten und Franzosen ausgespielt wurden. Wenn wir das loswerden wollen, auch diese riesige Gefahr, dann müssen diese großen Medien entblößt werden von der Bevölkerung. Und da muss man dann seinen Mund aufmachen bei jeder Gelegenheit
und auch wenn man nicht mehr eingeladen wird, dann muss man bereit sein, natürlich, das ist natürlich das, was Markus Lanz am allerwenigsten hören will. Und genau die Sachen muss man bringen. Und wenn man es nicht bringt, dann versündigt man sich ganz schlimm, weil die Leute dann denken, sie verstehen kein Motiv, sie denken, die AfD hat auch nichts zu sagen. Da gibt es nicht mehr. Wenn man als AfDler nicht aufklärt, dann macht man den Deckel zu und dann täuscht man umso stärker, weil wenn jetzt Jürgen Trittin oder irgendwelche Grünen irgendwas erzählen, ist die eine Sache. Aber wenn jetzt AfD-Leute das Narrativ nicht aufdecken, die Täuschung nicht aufdecken, dann ist es ganz schlimm. Also dann ist es die, wie gesagt, dann wird der Deckel zugemacht. Und dann stärkt man das Narrativ umso stärker, weil dann denken die Leute, es gibt keine Argumente. Und das ist das Problem auch überhaupt bei den ganzen Auftritten. Und man sieht auch, es ist leider genauso eingetroffen, wie ich es mir gedacht habe. Es war jetzt letztes Jahr, Wirtschaftskrise stand im Raum. Aber jetzt wird das Gas ganz stark subventioniert. Es wird langsam versucht, die Themen abzuräumen mit Flüchtlingen. Und man sieht, es zieht. Es zieht. Die AfD sinkt. Die Leute, es normalisiert sich alles wieder. Und man hatte jetzt sozusagen ein Zeitfenster. Und man hat es nicht richtig genutzt. Und jetzt normalisiert sich alles. Und wir sind, ja, und vor allen Dingen, wir haben ja eine Eskalation, dass die AfD verboten wird und so weiter und so fort. Das gräbt sich den Leuten ein, dass es okay ist. Es wird ein Zustand geschaffen, eine Eskalation wird normalisiert und den Leuten, denen kommt es immer normaler vor, dass man die AfD verbietet. Natürlich uns nicht, das ist unsere Wahrnehmung auch bei YouTube, dass es alle blöd finden. Aber ein großer Teil der Bevölkerung wählt die Altparteien, wieder 80% oder ein bisschen weniger, sagen wir mal 75%, dann BSW und AfD zusammen vielleicht bei 25%. Und die anderen nicken es ab. Und das reicht nicht. Und das weiß auch Markus Lanz. Das reicht nicht und das ist eine Katastrophe. Und da hilft nur Aufklären. Und vor allem auch, dass die AfD-Bundestagsabgeordneten verstehen, sie müssen sich alternativ informieren. Also bei Thomas Röper ist der perfekt die Information zusammenstellt. Oder andere, sie müssen sich dort informieren. Oder auf 1 oder da gibt es ja unterschiedliche Kanäle. Dort muss man sich informieren und die ganzen anderen, NZZ, FAZ, das kann man alles vergessen. Aber viele denken immer noch, oder auch Junge Freiheit kann man auch vergessen. Das sind so diese Gatekeeper-Sachen, die aber auch bei der Ukraine täuschen, auch bei anderen Narrativen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt.